Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Allzu früh, viel zu früh. Und Motivation ist unendlich. Heute mal zu einem anderen Video, weil ja alle immer so schwärmen, wie schön es hier bei uns ist, mache ich mal ein Video vom Zillertaler Steinbockmarsch. Wir haben ungefähr einen Kilometer von 30 hinter uns und ich mag jetzt schon immer Zwischenstände kommen. So, jetzt muss ich mal ausnutzen, dass es ein bisschen geradeaus geht. Hier so bei Kilometer 3 bis 4, weil ich da wieder Luft habe zum Reden. Dann kann ich euch ein bisschen was erzählen. Das ist der 51. Steinbockmarsch und Markus. Hallo. Und ich hatten ja letztes Jahr die glorreiche Idee, das 50-Jahr-Jubiläum mitzugehen. Und das war eigentlich ganz schön anstrengend, weil es sind irgendwie knapp 2000 Höhenmeter hoch, 1000 Meter circa startet mein Ginzling und irgendwie knapp 3000 Meter hat die Möchner Scharte und das ist schon ganz schön zach. Vor allem zur Möchner Scharte hoch ist es richtig zach. Und wir haben uns da letztes Jahr durchgequält und haben eigentlich, wo wir, guck mal das Panorama da hinten, wunderschön. Hinter uns, toll. Und da haben wir eigentlich, wo wir ins Ziel reingelaufen sind, haben wir eigentlich schon gewusst, dass wir dieses Jahr vermutlich wieder mitmachen werden. Ja, so schaut's aus. Jetzt sind wir halt hier. Um 5:30 sind wir gestartet. Und wir rechnen mal so mit 9 Stunden, dass wir jetzt da laufen werden. Das sind ungefähr 30 Kilometer. Start, wie gesagt, in Ginzling. Und Ziel in Breitlana. Wir gehen hier durchs Fleutental rein. Wunderschöne Fleute hier. Da hinten geht schon die Sonne auf. Es ist total cool, dass es immer wieder Strecken gibt, oder? Es ist total cool, dass es immer wieder Strecken gibt, wo es auch ein bisschen bergab geht. Also wahrscheinlich geht es immer noch bergab, aber es fühlt sich an wie bergab. Da habe ich Luft zum Videos machen. Geiler Scheiß. Ah, wir haben mit dem Veranstalter geredet, bevor wir losgelaufen sind. Sind so irgendwas über 800 Anmeldungen, 800 Leute, die hier mitgehen. Und es gibt ja sogar einen Steinbocklauf, weil es ist ja Wandern nicht anstrengend genug. Und ehrlich ist es andersrum, es ist total anstrengend, das Wandern. Deswegen laufen manche Leute die Strecke, dann ist es nämlich weniger anstrengend, weil dann sind sie nämlich schneller im Ziel. Dieses Jahr wieder hier traditionell bei der Steinbockhütte, natürlich der Bernhardiner Streckenwart macht. Jetzt haben wir tatsächlich die erste Zwischenstation geschafft. Da vorne um die Kurve rum kommt die erste Labstation. Da freue ich mich schon drauf. Da gibt es jetzt erstmal Frühstück. Yummy, 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 yummy. Lecker Frühstück. Und das bei dem Panorama. Wahnsinn, oder? Wohlgenährt und gestärkt von dieser wundervollen Labstation mit Schnapsei und mit Landjager und mit Kuchen und mit Eistee und mit Tee und mit Obst. Geht's jetzt wieder weiter. Wichtigster Tipp beim Weitergehen für alle Wanderer: langsam weitergehen. Man ist nämlich ausgeruht und man fühlt sich wieder fit und hat dann natürlich das Gefühl, man muss jetzt wieder Vollgas losgehen, aber geht das genau 100 Meter und dann bricht man zusammen. Deswegen schön langsam losgehen. Schaut euch mal dieses Panorama an. Wundervoll, oder? Wundervoll. Und damit wir ungefähr wissen, wie begeistert wir sind von dem Ganzen, schauen wir uns jetzt mal an, wo wir hingehen müssen. Und zwar geht es jetzt hier links entlang weiter. Jetzt zoomen wir da mal rein. Da oben geht es rüber, da sieht man die Leute gehen. Da geht es rechts rauf. Hier über das Schneefeld drüber und dann ist irgendwo hier die Leiter, wo die ganzen Leute anstehen.
cooles Video. Ich werde ein bisschen sumsen an dem Video, ja, aber das ist wurscht. Normal bei mir. Nachdem ich ja gejammert habe, warum ich mir das antue. Leute, das war der Steinbockmarsch, der 51. Steinbockmarsch 2019 haben wir, glaube ich. Es hat sehr viel Spaß gemacht, es war echt geil. Hofft, das Video hat euch gefallen, haut ein paar Daumen rein für meine Anstrengungen, die ich hatte. Finisher-Medaille. Ich bin einigermaßen stolz. 9 Stunden, wie viel? 11 Minuten, 12 Minuten, sowas. Ich bin zufrieden. Vielen Dank, Leute. Bis zum nächsten Mal.